Herzlich willkommen zum Bayerischen Mathematikabitur 2019 mit Mathe Marius. Wir sind inzwischen angekommen bei Aufgabe 3 beim Stochastikteil Aufgabengruppe 2 und wir legen direkt los. Das Baumdiagramm in Abbildung 2, dieses hier, gehört zu einem Zufallsexperiment mit den stochastikunabhängigen Ereignissen A und B. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses B. Okay, diesem Baumdiagramm führen wir also zunächst das Ereignis A aus und dann kommt B hinten dran. Und was bedeuten jetzt diese Zahlen, die hier stehen? Hier diese zwei Drittel an diesem Zweig oder an diesem Pfad oder Ast bedeutet nun, dass das Ereignis A mit einer Wahrscheinlichkeit von zwei Drittel fehlschlägt. Ja, das ist hier das Komplement. Das Fehlschlagen, also hier wäre ein Drittel. Nun, und danach führt man das Ereignis B aus und diese zwei Fünfzehntel hier ganz unten, die bedeuten jetzt gut, dieser ganze Pfad, der passiert mit Wahrscheinlichkeit zwei Fünfzehntel. Also, dass A fehlschlägt und dann B danach glückt, das zusammen hat die Wahrscheinlichkeit zwei Fünfzehntel. Aber diese Reihenfolge, die ist gar nicht so wichtig und auch, dass das zuerst und dann das, das ist auch nicht wichtig, weil hier steht, das sind unabhängige Ereignisse. Das heißt, die haben eigentlich nichts miteinander zu tun. Trotzdem wurden die in einer gewissen Weise in Verbindung gebracht. Aber letztendlich interessieren wir uns einfach für diese Wahrscheinlichkeit P, die hier dran stehen müsste und die genauso gut hier dran stehen könnte. Ja, diese Unabhängigkeit, die bedeutet insbesondere, ob jetzt A glückt und dann B glückt. Also wenn ich einmal hier bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit von dem genau dieselbe wie hier. Das hat nichts mit dem Ausgang von A zu tun. Ja, also das heißt, wir könnten einmal dieses P hier oder hier bestimmen. Nun auf der linken Seite, über die linke Seite wissen wir recht wenig. Klar, wir könnten hier ein Drittel eintragen, weil hier zwei Drittel stehen. Aber dann wissen wir auch nicht, wie weiter. Also es ist irgendwie klar, dass wir mit diesen zwei Fünfzehntel arbeiten müssen, also dass wir hinten landen. Nun, aber wie macht man das bei diesen Wahrscheinlichkeitsbäumen oder Baumdiagrammen von Wahrscheinlichkeitsexperimenten unabhängiger Ereignisse? Wie berechnet man die Wahrscheinlichkeit, die ganz am Ende am Knoten steht? Naja, indem man durchmultipliziert alles, was man auf dem Weg nach unten antrifft. Ja? Wir haben hier also zwei Drittel mal unser P ist zwei Fünfzehntel. Na, aber jetzt sind wir doch schon fertig, ne? Mit was muss ich zwei Drittel multiplizieren, damit dann zwei Fünfzehntel rauskommen? Na, das ist ja gerade ein Fünftel hier von dem. Also P ist ein Fünftel. Und fertig. Also das war doch jetzt wirklich ein Witz, oder? Also, ganz ehrlich, das ganze Blatt hier, das war eigentlich Unterstufenniveau. Das, sowas gehört nicht ins Abitur. Da waren diese Analysisaufgaben viel näher dran an Abiturniveau. Aber ja, ihr könnt euch ja gerne die nochmal angucken in den Videos. Also hier, zwei Drittel mal P gleich zwei Fünfzehntel nach P auflösen, das macht man doch schon in der 5. oder 6. Klasse. Oder wie man Baumdiagramme liest, das ist doch, auch das zu verstehen, da muss man doch gar nichts in der Schule für gelernt haben im Wesentlichen, oder? Das ist doch gesunder Menschenverstand, wie man mit so Wahrscheinlichkeiten hantiert. Also mir war das damals klar, bevor ich das in der Schule lernte. Vom Würfeln, vom Spielen aus dem Kindergarten habe ich schon verstanden, wie das mit dem Würfeln und so funktioniert. Dass ich jetzt einmal würfeln, ist die Wahrscheinlichkeit ein Sechstel, dass ich eine Sechs würfel. Wenn ich jetzt zweimal würfel, ist es halt ein 36. Also wenn ich zweimal die Sechs haben will und solche Sachen, das macht man doch schon als Kind intuitiv, ohne dass man da jetzt was in der Schule zu lernen muss. Also muss jetzt ehrlich sagen, für dieses Stochastikblatt bin ich enttäuscht. Das ist kein Abiturniveau. Das ist größtenteils Unterstufenniveau. Dafür sind die Aufgaben so gestellt, dass man sich über die Aufgabenstellung jetzt nicht so aufregen konnte. Das ist uns ja in der Analysis passiert, dass wir oft, oh, da wurde hier die Funktion nicht sauber definiert oder da haben sie da was verwechselt. Also, dass vieles nicht wohl definiert war. Das Problem ist mir jetzt hier nicht aufgefallen. Also, die Aufgaben sind alle schön formuliert, nur eben nicht das, was ich als Abiturniveau bezeichnen würde. So viel dazu. Und dann geht es weiter im nächsten Video mit Geometrie. Ja? Analysis und Stochastik haben wir jetzt schon komplett behandelt. Ich freue mich auf die nächsten Videos. Ich hoffe, ihr tut selbiges. Bis dahin, euer Mathe Marius.